zur Überführung. Gib dem Grünschnabel Arbeit. Okay, ich könnte mehr Vorräte gebrauchen. Geh runter zu den Gleisen. Ich erklär's dir unterwegs. Ganz allein? Hey, ich weiß, dass es da draußen echt verfickt unheimliche Scheiße gibt, aber ich bild mir das nicht ein. An, wenn du dir sagst, dass du Spaß das Mikro rutscht nach unten. Spaß, stimmt's? Hey, die verfluchten Odis reißen dich in Stücke. Sei vorsichtig. Da ist der Experte am Werk. Ja, nee, eben nicht. sammle 10 Fassteile für Floyd, alles klar. Krieg ich hin. Du musst alle von uns heben, oder was? Ich überleg's auch gerade, ob ich vielleicht irgendwie. Dass ich vielleicht, wenn ich das Ding tiefer mache, dass ich das Gesamtgewicht irgendwie ein bisschen nach unten verlagere. Ich hab doch keine Ahnung. Ich bin doch auch kein. Okay. Physiker. Physiker. Ich war gerade bei Physiologe, tut mir leid. Ich hab den Standort der Teile auf deiner Karte markiert, aber sammle auf jeden Fall alle drauf davon ein. Ha? Lass uns raufkommen nochmal. Ich war ein Fisco-Wissenschaftler, Leiter des Extremophil-Teams. Teich? Fassteile sauben. Ach, ja, genau. Sammeln, sauben. Was ist sauben? Ja, so ähnlich. Aber sie haben die Warnung in den Wind geschlagen und mir nicht genügend Zeit für weitere Forschung gegeben. Also, wenn du Overcharge in einem Hochdruckfass kochst und genau die richtigen Zutaten reinmischst, kriegst du wirklich krasse Scheiße. Eins, ich nenn sie zwei, Ams, drei, vier, fünf. Dein Deckname ist nicht etwa Heisenberg, oder? Ha! Breaking Bad! Fuck, das war nicht geplant. Ich glaube, ich hab sie alle erwischt. Weiter die Gleise runter, da ist noch ein Truck. Spring auf die Gleise und grinde zum nächsten Haufen. Oh Gott, oh Gott. Huah. Okay, Popper sind die geilsten, denn die machen Pop. Ich finde das so geil, dass da Pop steht, wenn die ja, kaputt gehen. Wupp. Wupp. Ah nein, das wollte ich nicht. Okay, Floyd, ich glaube, ich habe sie alle erwischt. Okay, komm zurück zur Brauerei. Also Floyd, eine Sache verstehe ich einfach nicht. Wieso sollte Fisco seine eigenen Kunden vergiften? Du verstehst das falsch. Das Ganze war ein Unfall. Die Fisco-Manager waren so um die Konkurrenz besorgt, dass sie Overcharge überstürzt durch die Tests der Regierung brachten. Sie haben es verkackt. Und jetzt tun sie alles, um den Wert ihrer Aktien zu schützen. Wir kommen nicht lebendig aus dieser Stadt raus, oder? Nicht mit dieser Einstellung. Hör mal, ich sehe das so. Die Apokalypse ist unsere Chance zu sein, wer wir sein wollen. Keine Chefs, keine Regeln. Ich nenne das die Apokalypse der Herzen. Schön. Ich glaube, so schnell war ich noch nie bei ihm. Nee. Okay, was war jetzt? Guck mal, eine Münze. Okay, ich habe an ein paar Dinger namens Amps gearbeitet. Ich habe ein paar, die fast fertig sind. Ich brauche nur noch ein paar Dinge, um sie fertigzustellen. Da sollten ein paar Fizzy-Ballons in der Basis sein. Schnapp sie dir und bring sie her. Nichts leichter als das. Wo sind die denn? Ach, sind ja alle schon hier. Klasse, nur noch zwei mehr. Okay, noch eine. Okay, das war der letzte. Nimm die Balance zur M-Kammer, um die M's fertigzustellen. Achso. Ich dachte, ich muss mit ihm reden. Yeah! Ems ausrüsten. Figur. Ems. Hallo? Oh, ich darf noch nicht. Okay. Jetzt musst du diese Ems ausrüsten. Wie? Ich meine, wenn das ein Videospiel wäre, könnte ich einfach ein Menü öffnen oder so. Hör mir zu, Spieler! Wieso höre ich körperlose Stimmen? Weil du noch einiges zu lernen hast. Und Studien zeigen, dass das der beste Weg ist. Du rüstest Ems im Charaktermenü aus.
Es gibt verschiedene Kategorien von Amps. Jetzt darf ich. Und jetzt bist du mit Amps am Spiel. Lass uns jetzt deinen Waffen-Amp machen. Wähle die Waffe, die du erweitern willst. Ich würde gerne eine andere nehmen. Na gut. Wähle einen Waffen-Amp, um deine Waffe damit auszustatten. Ich fühle mich überhaupt nicht anders. Ach ja, Amps werden nur aktiviert, wenn du mit Style gelassen. Das ist die Style-Anzeige, deine neue beste Freundin. Verwende Überquerungskombinationen, um deine Style-Anzeige aufzufüllen. Bounce, grinde und schwinge, bleib in Bewegung. Das Töten von Feinden beim Grinden, Bouncen und anderen Akrobatikübungen trägt auch zum Style bei. Du musst üben. Ich kam hier nicht weg, tut mir leid. Ich konnte mich nicht bewegen. Bouncer auf Autos und Grinder auf Kabel, bis du Style Level 1 erreicht hast. Waffen-Amps können nur für Level 2 verraten. Dein Helden-Amp ist jetzt aktiv. Yeah, jetzt habe ich Amps. Rollen die Feinde rein. Mit diesem neuen Amp streckst du sie nieder. Und jetzt tritt ihnen ordentlich in den Arsch. Hä? Ach so, ich soll immer noch rollen. Ich dachte, ich soll jetzt endlich... Entschuldigung. Darf ich jetzt schießen? Ja, danke schön. Jetzt darf ich sie schocken. Danke schön. Voll nett. Und jetzt wende das eben Gelernte an, um die Audis zu erledigen. Okay. Ach, nur ein Kratzer. Darf wieder nicht. Warum gibt's denn das eigentlich? Ich glaube, weil ich darauf grinden kann. Oh, das ist ja schön. Ist zwar blöd, weil ich auf allem grinden kann, aber. Rasten alle Amps teuflisch aus. Wenn du bloß dastehst und nichts tust, sinkt deine Style-Anzeige. Also bleib in Bewegung und töte. Okay. Nicht träumen, es ist fast vorbei. Das ist der Kombo-Zähler. Du kriegst Boni für mehrfache Kills und Überquerungskombo. Je höher dein Kombo-Zähler ist, desto schneller wächst dein Style. Tritt ihnen in den Arsch. Du bist jetzt auf dich gestellt. Versau es nicht. Ja, Scheiße! Das nenne ich Kämpfen mit Stil. Komm zurück, ich habe gute Nachrichten für dich. Mein Mikro ist doof. Ich mag's nicht. Wo bin ich hin? Hä? What the fuck? Tut mir das weh? Okay. Vielleicht sind wir tot. Wir sind ein Geist. Ja, geil. Super cool. Hui! Mann! Spring da ab jetzt. Aber hallo, das wird lustig. Wenn das Zeug fertig gekocht ist, habe ich einen Amp für dich. Wir kochen diesen ganzen Mist, um neue Amps zu machen. Vertrau mir, du willst Amps. Und denk dran, sobald diese Scheiße hier zu kochen anfängt, werden uns die ODs die Bude einrennen. Und das Wichtigste, halte diese Wichser von den Fässern fern. Wenn du versagst, kein Problem. Das ist die verfickte Apokalypse. Mach's einfach nochmal. Ich habe ein paar Barrikaden und Fallen rund um die Basis aufgestellt, aber sie werden nicht lange halten. Geh da raus und halte die ODs davon ab, in die Basis zu gelangen. In Ordnung, als letztes.
lass es noch das Ventil drehen und dann kann das Kochen losgehen. Okay. Ach, das hatten wir auch schon mal, ne? Da bin ich, glaube ich, einmal krepiert. Weil ich blöd, ja, ich glaube schon. Ja. Aber das hat man gar nicht mitbekommen, weil irgendwie ich spawne, sobald ich sterbe. Also wirklich direkt. Wupp, wupp. Kann man eigentlich öfter mal machen. Ich habe gehört, das Spiel soll die übelst witzigen Spawn-Animationen haben. Mein Mikro kotzt mich an, ohne gelogen jetzt. Das ist mir sonst nie aufgefallen. Jetzt bewegt sich doch gar nicht. Doch. Ja, minimal. Oder ich bilde es mir ein, kann natürlich auch sein. Wir kommen schnell rein, versuch sie aufzuschalten, noch bevor sie die Fallen erreichen. Nee, nee, nee. Hey Leute, sie sind bei den äußeren Barrikaden. Hör, hör! Die sind in der Basis, was? Wo? Halte die Füße in der Basis nicht still. Grind und bounce, Baby. Kann ich auch Bäume bauen? Yeah. Sie durchbrechen die inneren Barrikaden. Hey, sie brechen gleich durch die äußeren Barrikaden. Hast du aufgebrochen? Lass sie nicht über die Barrikaden kommen. Oh, sie sind durch. Du hast jetzt ein paar unterschiedliche Waffen. Verwende sie. Okay. Mal gucken, was die Hitmaschine so macht. Die brechen gleich durch unsere letzten Barrikaden. Die Hitmaschine macht eigentlich das gleiche, nur dass sie halt bunte Schallplatten zerschießt. Halte die Füße in der Basis nicht still. Grind und bounce, Baby. Ach, da sind noch welche. Was ist denn jetzt gerade passiert? Hey, wieso müssen wir das nachts machen? Destilliertes Overcharge reagiert sehr empfindlich auf UV-Licht. Ich hatte schon einige Unfälle, als ich das bei Tageslicht versucht habe. Ja. Ja, jetzt kommt der, okay. Unser guter alter Freund. Ich habe vergessen, was ich bei dem machen musste. Ich glaube, das sagt er mir gleich, oder? Alles klar, das kriege ich hin. Also zuerst hier mit dem Pimmelding. Oh Gott. Wo ist er denn? Ach da. Matratze! Lass sie nicht in die Nähe der Fässer! Wir erreichen jetzt die letzte Phase der Versuch aufzuhauen, bis der Zähler 0 erreicht hat. Wenn er das tut, haben wir es geschafft. Oh fuck. Gar nicht gemerkt. Ich krepiere, ja, ich merk's. Ah! Nein! Oh Gott, jetzt kommt er. Hä? Oh! Wir leben wieder! Ich bin gestorben. Wie hab ich das vorhin geschafft? Letztes Mal geschafft. Fuck. Das ist voll kacke. Ich hab mich nur auf den scheiß Dicken konzentriert. Destilliertes Overcharge reagiert sehr empfindlich auf UV-Licht. Ich hatte schon einige Unfälle, als ich das bei Tageslicht versucht habe.
Das war vielleicht ein bisschen kacke. Ich hätte mich vielleicht nicht nur auf den Dicken konzentrieren sollen. Okay, schauen wir mal. Ja, dann lass mich doch nicht daraus, wo ich stehe. Jetzt verkacke ich die Steuerung gerade. Fuck. Diese und dies nehmen mehr Schaden durch Feuer. Benutzt einen Flammenkompensator. Du hast jetzt einen verwundet. Hey, Alter, jetzt nicht aufsticken, aber die stehlen gerade deinen Kram. War das gerade ein. Ist das ein scheiß Yoshi-Ei? Du hast jetzt ein paar unterschiedliche Waffen. Verwendet sie. Das war echt nicht schlecht, Alter. Irgendwie will ich fast ein bisschen öfter sterben, Alter. Das sind voll cool, die Dinger. Und das soll natürlich keine Ausrede sein, weil ich so scheiße gerade bin. Nein, gar nicht. Nee, gar nicht, nee. Das hat rein wissenschaftliche Gründe. Okay, ich hab den Dicken, das ist gut. Dein was? Achso, dein Schlüssel. Ja, Moment. Hier, mach weiter. Das, oh schaffst Gott. Du schon. Was? Oh. Super, Elli. Wie verletzt denn die Leute? Halte die Füße, der Wagen ist nicht schnell. Grind und Bounce, Baby. Super. Cool, Sirene. Warte. Ich nicht. Bin überfordert. Halt Hilfe. Durch. 10 Sekunden. Okay, bin da. Ha. Sind Sie schon dran? Nee, noch nicht. Ja, cool. Ja, ich hab nichts gemacht. Ich bin runtergeflogen. Egal. Ich bin ein bisschen umgerannt. Au. Oh, das hat doch gebracht. Mich da ein bisschen rumrennen ja, lassen. Ja, war doch gut. Ja, meine Mutter brauchte den Schlüssel und der liegt hinten. Yay! Heilige Scheiße, diese VFX waren der Hammer. VFX? Tut mir leid, dass ich dir nichts von der großen Explosion am Ende der Nacht erzählt habe, die alles auslöscht. Wollte die Überraschung nicht verderben. Die gute Nachricht ist... Es hat funktioniert. Ja. Yay, Ems. Pumpf, Bärenkräfte, gefeuert. Okay, einige von den Ems kann ich schnell kochen. Du musst mir nur die Zutaten bringen und ich kann dir sofort die Ems geben. Geh einfach zur Amp-Kammer und liefere die Zutaten ab, um deinen Amp zu bekommen. Du findest überall in der Stadt mehr Zutaten. Hier ist dein Einkaufszettel. Fizzy-Ballons sind mit Fluorwasserstoff gefüllt, einer Supersäure, die dabei hilft, die Reagenzien anzuregen. Stinkende Schuhe sind eine prima Quelle für Schwefeldioxid. Ist das ein Zufall, dass die aussehen wie meine Schuhe? Extremophile zu isolieren. Ja. Aus Leuchtschildern kann ich radikal ionisierte Partikel gewinnen. Ja? Für die ja. Organische Leitfähigkeit. Okay. Ein paar Spaßvögel haben die Stadt mit Toilettenpapier zugekleistert. Ziemlich blöd, aber gut für uns. Das Zeug ist das perfekte katalytische Substrat. Wenn du Schwierigkeiten hast, irgendwas davon zu finden, Two Hat Jack verkauft Karten mit den Stadtorten. Ja, ich weiß. Hoffentlich. Einige Amps brauchen ein wenig länger zum Kochen. Du musst die Fässer verteidigen, während wir sie herstellen. Ich rufe dich an und lass dich wissen, wenn ich deine Hilfe beim Beschützen der Fässer benötige.